geschafft hat. Und sie wird das Feld also anführen. Los geht's. Caroline Offigstad-Knotten. 9 Sekunden dahinter. Jede der Athletinnen muss genau darauf achten, hier pünktlich wegzulaufen. Nicht zu früh. 18 Sekunden sind es bei Franziska Preuß und Vanessa Vogt. Dann mit einem Rückstand oder Abstand, besser gesagt, von 20 Sekunden. Insgesamt das Feld 2 Minuten 28 auseinander. Und wir kennen es aus der Verfolgung. Da ist so viel gut zu machen. Und vor allen Dingen, wir haben ja wirklich zwei Top-Athletinnen da vorne drin, die sehr gut in Form sind. Es ist immer zweigeteilt, so ein Verfolgungsrennen. Die vorne müssen und wollen verteidigen, laufen vielleicht nicht auf Messerschneide, aber hinten will man rankommen und riskiert mehr. Also es ist insofern da schon ein wenig Unterschied in der Herangehensweise. Und hier sehen wir Sophia Schneider, der 41, geht sie an den Start. Ja, ist ja nicht ganz so gut gelaufen bei ihr. Dann mit der 19 hier. Janina Hettich-Walz, 57 Sekunden, also knappe Minute hinter Lou Jamonot, ist sie rausgegangen. Anna-Maria Lampitsch mit der 25 ganz links, hoch aufgeschossen. Spezialistin aus dem Langlauf rübergekommen, wird trainiert von Rico Groß. Kämpft nach wie vor mit den Scheiben, aber ist immer noch eine der allerschnellsten im Feld. Ja, Hanna Kebinger, Sie haben es gehört. Ist nicht mit dabei, auch später dann Roman Rees, der nicht mittun kann. Der Infekt, der sich da eingeschleust hatte in die deutsche Mannschaft, scheint dann doch ein bisschen durchzuschlagen. Insgesamt, ich habe es angesprochen, 11 Athletinnen hier nicht am Start. Deutet schon darauf hin, wir haben Temperaturen bis minus 16 Grad gehabt diese Woche, dass das doch dem einen oder anderen ein wenig hier die Situation verhagelt hat. So, da haben wir sie, Sophia Schneider. Also als 41. Aber ich habe es angesprochen, viermal wird hier geschossen. 5 Laufrunden, die sehr kurz sind, mit 2 Kilometern. Deshalb umso wichtiger, dass sicher und gut geschossen wird. Allez, allez, Lou Jamonot, 25 Jahre alt. 10 Treffer hat sie geschafft im Sprint. 9. Laufzeit gehabt. Und hat nachher erzählt, am schlimmsten war es dann, im Ziel zu warten. Mit der Startnummer 27 kamen ja dann noch 80 Läuferinnen circa. Sehr gut, schön Schritt aufnehmen, absolut. Auf geht's, gut Mädels, auf, jawohl, Vanni, auf, mitgehen, ja, komm. Ankleif, Preuß und kurz dahinter dann eben auch Vanessa Vogt. Mit der 11, Elvira Öberg. Die wird ja sicher heute aufs Podium laufen wollen. Dann mit der 14 ihre Schwester Hanna Öberg. 36 bzw. 42 Sekunden zurück diese beiden. Dann die nächsten beiden Schwedinnen hier mit Mona Brorsson. Ja, die Schwedinnen geben schon mächtig Gas, haben schon viele Plätze und auch Zeit gut gemacht. Gut reinkommen ins Rennen. Das sind jetzt 56 nach vorne. Auf, Selina, jawohl, schön mitschwimmen hier, komm. Und Jens Filbrich, der da Janina Hettich-Walz noch ein wenig unterstützt. Selina Grozian damit hinten dran. Also diese erste Runde hier reinkommen in dieses Rennen. Arne Kleif jetzt hinter Franziska Preuß. Die ist da vorbeigegangen. Caroline Offigstad-Knotten direkt hinter ihr, also die beiden gelben Trikots belauern sich hier eng beieinander. Gilt natürlich, das will man natürlich, dieses Trikot nach Hochfilzen tragen, das wär's. Wo dann in der kommenden Woche die Biathletinnen und Biathleten zu Gast sein werden. Vanessa Vogt, ja auch 5. im Gesamtweltcup, also auch mit einer guten Position. Und insgesamt, um das nochmal zu sagen, haben sie ja allesamt mit diesen Top-Ergebnissen schon die WM-Norm erfüllt. Wenn wir daher mal ein bisschen sortieren. Auch das ist ja für einen Athleten nicht ganz unwichtig. Schon vor Weihnachten, das hört man ja immer wieder, das erledigt zu haben, bevor man nachher unter Druck gerät. Ja, definitiv. Es ist nur so, wenn mehrere die WM-Norm erfüllen, dann geht es wieder von vorne los. Dann geht es wieder nach Punkten und Trainer entscheiden. Aber
das ist gar nicht so in den Köpfen dieser Athletinnen und Athleten jetzt drin. Sie denken von Rennen zu Rennen und versuchen jedes Mal das Bestmögliche zu geben. Ganz klar, und ein erfreulicher Nebeneffekt ist, diese Qualifikationsnorm erfüllt zu haben. Also einmal Top 8, zweimal Top 15, das ist die Norm für alle Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes. Andere Nationen handeln das etwas anders, aber durchaus auch ähnlich. So, jetzt nähern wir uns hier dem ersten Schießen. Luja Monod nach wie vor in der führenden Position. 9 Sekunden war ihr Vorsprung beim Start. Ja, hat da schon ordentlich auch Gas gegeben. Vanessa Vogt führt hier Franziska Preuß in den Schießstand und auch das zweite gelbe Trikot mit Caroline Offigstad-Knotten. Windverhältnisse sehr gut, wie auch die ganzen Tage. Es herrscht fast kein Wind. Es ist wirklich gut zu schießen hier. Die Bedingungen bis auf die Kälte wirklich hervorragend. Monod ist durch. Knotten muss gleich zweimal in die Runde. Franziska Preuß trifft alle Scheiben. Etwas schneller als Vanessa Vogt. Sie zieht nach. Gutes Schießen aus deutscher Sicht, aber auch von Arne Klei, von Tandre Wold. Die starken Norwegerinnen, die hier gleich mit rausgehen. Hanna Öberg muss in die Runde. Elvira Öberg dagegen gleich weiter in die nächste Laufrunde. Also Jean Monod bleibt vorne. Jetzt sind es aber nur noch 4 Sekunden auf Preuß. Arne Klei 5,4. Dann schon Tandre Wold und Vogt. 8,1 Sekunden dahinter. Jetzt Janina Hettich-Walz und Selina Grotian. Die beginnt hier mit einem Fehler, jetzt schon mit zweien. Die jüngste im deutschen Team muss also zweimal in die Runde. Gutes Ergebnis für Janina Hettich-Walz. Die 19. war im Sprint, also für sie sicher das Ziel heute, mindestens unter die Top 15 mal zu kommen, um eine Teilnahme da erfüllen zu können. Und für Selina Grotian so ein bisschen ähnlich wie im Einzel. Beim ersten Schießen, das gelingt ihr gar nicht und deshalb muss sie jetzt hier dreimal in die Runde und wird weit zurückgespült. Ja, es muss dann der Trainer sagen, der es beobachtet hat, ob es eine Trefferbildverlagerung gegeben hat. Da hat sie noch Probleme, die Selina, mit dem ersten Schießen. Im Einzelwettkampf ist es dann einigermaßen gegangen. Hinten raus, ja. Also da hat sie vielleicht eine kleine Anschlagsschwäche, Selina Grotian. Aber hier jetzt Sophie Schneider. Ja, die ja 5. war im Einzel, bestes Ergebnis in ihrer Karriere. Dann allerdings im Sprint mit 3 Fehlern, aussichtslos. Jenseits der Punkteränge 41. gewesen, für die ersten 40 gibt es ja Punkte. Und 2 Fehler für Sophia Schneider. Das ist natürlich auch kein optimaler Start. Damit muss auch sie wieder in die Strafrunde, gleich zweimal 300 Meter sind da extra zu absolvieren. Für die 5. Deutsche hier im Feld. Es führt also Lou Jamonot nach diesem ersten Schießen vor Franziska Preuß und Arne Kleif, dann Tandre Wold und Vogt. Schauen wir mal gleich raus auf der Strecke, ob das so geblieben ist oder ob sich das ein wenig verändert hat. Diese ersten 5 ja binnen 8,1 Sekunden unterwegs, quasi in einer Gruppe. Ja, der 3. und 5. leicht rechts tief. Ansonsten ein gutes und sicheres Trefferbild. Auf Rang 11. Hör mal gerade hin. Jawohl, Vanessa. Hopp, sauber. Hopp, komm drüber hier. Hopp, jawohl. Super, komm. Luja Monod, beste Französin also. Auf Rang 11. Julia Simon mit einem Fehler. 54,3 Sekunden zurück. Die im vergangenen Jahr diese Disziplin im Weltcup gewonnen hat. Die Verfolgung. Auch Weltmeisterin war in Oberhof. Aber bislang zu Beginn dieser Saison, ähnlich wie Justine Ressas-Boucher, überhaupt nicht zurechtkommt. Vor allen Dingen am Schießstand hapert es bei den starken Französinnen des Vorjahres. Und na klar wird da ein wenig spekuliert, ob es daran liegt, dass die beiden in einem Rechtsstreit liegen. Kreditkartenbetrug ist das Stichwort. Und dass dann doch
nicht so einfach ist, damit umzugehen. Jawohl, Janina, sauber, gut so. Jawohl. Mit der 16 haben wir Julia Simon. Platz 11, gut so, komm hier, mitziehen hier, komm, jawohl, hopp. Und Janina Hettich hängt da direkt hinten dran und Sie haben es vielleicht gesehen, das zweite gelbe Trikot mit Caroline Offixert-Knotten da noch hinten dran. Jetzt, da Ingrid Landmark-Kandrevold die Führung übernommen hat, wird das Tempo auch wieder höher sein. Die kann das nicht hinterherlaufen, die muss Tempo machen. Ja. Und man sieht das auch an den Abständen hier. Die Zeiten, die Abstände werden etwas größer. Kandrevold also ist die Lokomotive und erhöht das Tempo. Ja, die Norwegerinnen ja zu viert unter den besten acht im Sprint. Das hier der Stand nach den ersten Schießen, wie wir jetzt eben durch die Bilder wissen, hat sich das ein wenig verändert. Das sind diese fünf, die da, sechs, die da vorne rausgegangen sind. Franziska Breuß. Dann Ingrid Landmark-Kandrevold nebendran. Vanessa Vogt mit dabei. Und natürlich Elvira Öberg. Sie hatte zu Beginn einen Rückstand von 36 Sekunden, also jetzt mittendrin in diesem Führungssextett. Ja, die erste Runde von Öberg war sehr schnell, hat aber mit null Fehlern eben dann das entsprechende Ergebnis gehabt und kann sich jetzt auch ein bisschen regenerieren und hinterherlaufen. Sie ist die schnellste Läuferin in dieser Gruppe auf alle Fälle und wird jetzt natürlich versuchen, das zu nutzen, um fehlerfrei zu bleiben und entsprechend irgendwann dann mal in der dritten, vierten Runde das Tempo zu erhöhen. Ja, und die anderen dann mehr und mehr unter Druck zu setzen. Aber hier sieht man wieder ganz schön, dass die Ski sehr gut laufen. Wie schon während der Tage hier insgesamt, auch letztes Wochenende schon. Da staunen alle Teams drumherum. Die Deutschen haben sich richtig gut vorbereitet, kommen prima zurecht mit diesen neuen Bedingungen ohne Fluorwachs hier die Ski zu präparieren. Und Vanessa Vogt geht also hier als Erste um die Kurve in den Schießstand hinein. Oder Schwellepetz, der Männertrainer, und vorne Christian Mehringer, deutsche Frauentrainer. Insgesamt über beide Geschlechter hinweg wirklich Top-Leistungen zu Beginn dieser neuen Saison. In 8 Rennen 7 Podestplätze. Das gab es zum Saisonstart noch nie. So, zweites Schießen, noch einmal liegender Anschlag. Kleine Scheibe, 4,5 cm im Durchmesser. Sehr starkes Schießen bis hierher. Elvira Öberg ist momentan die Einzige und bleibt die Einzige aus dieser Sechsergruppe, die in die Runde muss. Sehr gutes Schießen, also da sieht man diese Top-Athleten, die mit diesen guten Bedingungen sehr souverän umgehen können. Und Elvira Öberg, die liegt da, rechts sehen Sie es, aus dem Bild raus in die Runde. Ja, die muss jetzt wieder versuchen, diese Runde zu kompensieren, wird entsprechend schnell laufen, um dann im stehenden Anschlag aber schon wieder eben Probleme vielleicht zu bekommen. Und Janina Hettich-Walz. Ja, wird sehr gut geschossen, insgesamt sehr gut dahin. Ist jetzt erst insgesamt ein Fehler. Ja, sie war nach dem ersten Schießen schon von 19 auf 10 nach vorne gekommen. Ja, und das macht sie richtig gut. Der noch ein wenig gehadert mit ihrem Schießen in den ersten beiden Rennen. Muss über das Schießen auch kommen. Janina Hettich-Walz, jetzt hat sie das gelbe Trikot getragen von Offixtat-Knotten. Caroline Offixtat-Knotten vor sich, die also ein Stück weit zurückgefallen ist. Preuß, Arne Kleif, Tandrevold, Vogt und Lou Jomono innerhalb von 4,1 Sekunden vorne. Dann Elvira Öberg, 28 Sekunden zurück. Janina Hettich-Walz jetzt auf 12, 56,5 Sekunden ihr Rückstand. So, ganz unten Anna-Maria Lampitsch, auch Lisa Theresa Hauser, die hier im Sprint ihre 300. Weltcuprennen gelaufen ist, die Österreicherin. Gute Schützin. Lisa Theresa Hauser fehlerfrei geblieben.
Lynn Persson, die hier rausläuft. Weitere Schwedin, die hier mit im Feld unterwegs ist. Allerdings momentan nur auf Rang 17, 1,30 schon zurück. Das sind die Schüsse von Elvira Öberg. Ja, da hat sie ganz knapp links hoch daneben geschossen. Also großartig. Die Öberg-Schwestern beide mit einem Fehler belastet. Belina Grotjan hat sich nochmal hingelegt. So, jetzt kommt sie hier besser rein in dieses Schießen. Und die letzte bleibt nochmal hängen, schaut sie nochmal hinterher und muss noch einmal eine kleine Sonderschicht einlegen. Selina Grotjan. Weiter vorne, Franziska Beuys vor Tante Wolf. Komm, Vanessa, ab! Jawohl, ab, ihr zwei, ab! Arne Kleif, Vogt und Jamono. Also keine Veränderungen da vorne weg. Und sie, du hast es angesprochen, jetzt eben mit dem Druck, mit der Last da wieder aufschließen zu wollen. Und Sophia Schneider in der Zwischenzeit fehlerfrei geblieben. Ja, ein Stück weit hinter ihr kommt Hanna Öberg. Ihre Schwester 25,1 Sekunden jetzt zurück, Elvira Öberg. Also drei Sekündchen hat sie da schon wieder reingeholt. Bei Hanna Öberg sind es 34,2 Sekunden. Auch sie mit 2 Sekunden sich verbessert. Und da haben wir Julia Simon, die Frau in Rot, wie erwähnt, Siegerin im Disziplin des Vorjahres im Weltcup. Selina, super, hopp! Einfach mitlaufen, Platz 13, gut so, komm! Machst du gut so, komm, und Schritt aufnehmen, hopp, auf geht's, hopp, Janina, hopp! Na, Dorothea Wierer, davor Janina Hettich-Walz, da hat sie doch eine ganz gute, wie sie da mitzieht, der sie sich orientieren kann. Und schon geht es wieder gleich runter hier in Richtung Stadion. Ja, es ist schon auffällig, dass die Ski auch gerade von Vanessa Vogt wirklich gut laufen. Schau, die fährt da vorne weg und die anderen haben Mühe, tatsächlich hinterherzukommen. Wir kennen die Bilder von früher, als man in Windschatten aufstehen musste, gegebenenfalls, wenn man hinterhergefahren ist. Also Vanessa Vogt mit super Material unterwegs, auch natürlich Franziska Preuß. Also bis jetzt bauen die Ski noch nicht ab. Was durchaus passieren kann auf 10 Kilometer, dass die Ski mal langsamer werden, so alle 3-4 Kilometer, aber das schaut schon sehr gut aus. Großartige Arbeit der deutschen Techniker. Ja, die auch gelobt werden von den beiden Trainern, die wir eben noch mal gesehen haben, Christian Mehringer, Udo Schwellepetz, auch Felix Bitterling, der noch mal gesagt hat, wir sind diese Saison mit angriffslustiger Demut angegangen. Und alle haben sie ja vorher gesagt, wir wollen die Großen ein wenig ärgern, haben viel nachjustiert, kleine Stellschrauben. Jens Wilbrich, den wir hier permanent hören während der Rennen, draußen in der Betreuung als Langlaufspezialist, als Langlauftrainer mit dazugekommen. Viel, viel gearbeitet worden, selbst an einzelnen Technikelementen. Sehr aufwendig das Ganze betrieben. Aber momentan natürlich der Schlüssel, absolut auch das Material. Da scheint es einen kleinen Vorsprung zu geben. Auch die Schweden nicht ganz so zufrieden hier beim Heimweltcup mit ihrem Material. Das sehen wir wirklich von einem zum nächsten Rennen, dass das hier wunderbar passt. Wie gesagt, bei diesen kalten Bedingungen, das kann sich natürlich ganz schnell ändern. Nächste Woche geht es wieder bei Null los. Wieder neue Bedingungen, die man lernen muss. Und ja, dann ist man gespannt durch alle Teams, wie es denn dann aussieht. Drittes Schießen, nach wie vor die beiden Deutschen mit vorne drin. Ganz vorne jetzt Vanessa Vogt. Auf Bahn 1. Dann Franziska Preuß. Ingrid Landmark-Tandrevold, die Linksschützin. Arne Gleif und Lou Jamono. So, Franziska Preuß ist die Erste, die hier einen roten Punkt hinterlässt. In die Strafrunde muss, Jamono ist durch, Arne Kleif, Tantrevold geht mit Preuß, aber Vogt, die geht mit weiter in die nächste Laufrunde, die bleibt mit vorne drin. Und dann die Öberg-Schwestern. Lena Hecki-Groß, auch zeigt sich hier in Östersund wirklich in toller Form, die Schweizerin, Lisa Vitozzi.
Aber ein kleines Fragezeichen, ob sie heute wird laufen können. Aber sie ist dabei. Elvira Öberg bleibt ein wenig dabei am Schießstand. Nächster Fehler von ihr. Gleiche Bedingungen, also muss sie dann wieder raus und wieder hinterher. Hanna Öberg macht's besser. Die kann sich jetzt vielleicht an diese beiden da ransaugen oder ranarbeiten, wenn die ihr nicht zu schnell sind. Und Janina Hettich-Walz. Vira, Simon, beide mit Fehler. Die Deutsche macht's besser. Alles getroffen. Janina Hettich-Walz geht heute richtig gut mit ihr, bei ihr. Bleibt bei null Fehlern insgesamt. 15 Treffer also schon durch Janina Hettich-Walz. Und damit ist sie jetzt von 19 auf den 11. Rang nach vorne gelaufen. Sehr gutes Rennen bisher von Janina Hettich-Walz. Perfekt für sie. Und hier haben wir sie nochmal. Janina, sehr schön für die Zuschauer. Auch oben die Einblendung an diesem elektronischen Board da. Ja, sehr schön. Man kann nicht sehr viel erkennen von da hinten, aber man sieht natürlich die Treffer respektive dann auch die Fehler, wenn es den einen gäbe. Schon eine schöne Einstellung. Ja, sie hat ja auch eine gute Figur abgegeben in der Staffel, als die Mannschaft Dritte wurde. Auf der ersten Position Janina Hettich-Walz und macht hier ein richtig gutes Rennen. Ah, schau. Über die Arme gleich. Wie lange Vanessa Vogt in der Hocke bleiben kann, fährt da wieder ran. Sie war 3,2 Sekunden zurück. Dann kommt Lucia Monod. Die hat sie überholt. Ah, die waren eng beieinander, die beiden. Eine halbe Sekunde war Lucia Monod vor Vanessa Vogt. Franziska Preuß auf Rang 4. 24,2 Sekunden zurück. Dahinter Tandre Wolt direkt. Und dann Hanna Öberg, 10 Sekunden hinter Tandre Wolt. Also insgesamt 35 Sekunden hinter Arne Kleif, die jetzt momentan die Führung hat. Wenn du dich gut fühlst, agieren. Nach hinten ist eine Lücke da. 20 auf 4, komm. Aber jetzt geht's los hier, komm. Geh hier, komm drüber, komm. Also nochmal der Hinweis, wenn du dich gut fühlst, attackieren. Vanessa Vogt, der wir wirklich hier sehr, sehr gute Chancen. Die beiden Experten, Sven und Laura, haben es ja auch gesagt. Ja, eben mit viermal schießen, da rechnen wir gute Chancen aus. Ja, und Franziska Preuß macht das einzig Richtige. Sie hängt sich da hinter die starke Läuferin, hinter Ingrid Landmark Tandre Wolt und kann sich da ein wenig Kräfte sparen. So, und Hanna Öberg, 35 Sekunden waren es, 37 sind es, also hat 2 Sekunden auf die Spitze verloren. Das ist diese Lücke, die Jens Filbrichter angesprochen hat bei Vanessa Vogt, die da nach hinten ist. Lena Hecki-Groß, die hier hochkommt und dann Elvira Öberg hinter der Schweizerin auf dem 8. Rang. Knapp 50 Sekunden jetzt zurück und viel besser geht es auch nicht. Caroline Offigstad-Knotten im gelben Trikot, die noch hinter Elvira Öberg herkommt. Übergang, dann bist du dran. Hopp, zieh drüber. Janina macht wieder einen Platz. Gut, jetzt Rang 11. Und Vanessa Vogt hat sich vor Juni Arne Kleif gesetzt. Lucia Monod läuft hier alleine. Und dann kommen da hinten Tandre Wolt und Franziska Preuß. Ja, hat sich gar nicht so gut gefühlt. Lucia Monod ist ja auch so ein Phänomen, was man immer wieder hört bei ihrem Premierensieg im Sprint. Wenn die Athleten nach den Siegen sagen, so gut habe ich mich heute eigentlich gar nicht gefühlt. Und dann läuft es dann im Rennen doch besser. Er hat auch betont, die anderen haben natürlich auch hier und da Fehler geschossen. Das war einfach ein guter Tag für mich und den habe ich genutzt. Und nutzt diesen Tag heute Vanessa Vogt. Hat ja im Einzel so ein bisschen gehadert, gesagt, am Anfang hätte ich mir noch ein bisschen mehr zutrauen können. Erster Podestplatz für sie in dieser Woche hier für Vanessa Vogt. Im Einzel, 5. dann im Sprint. Also absolut top und vorne mit dabei. So, da haben wir die beiden, Tandre Wolt, Franziska Preuß. Ah, das ist schon wirklich eine tolle Orientierung, auch für Franziska Preuß da eben mit der Tandre Wolt so mitzugehen. Wir machen etwas Zeit gut auf die Spitze. 3 Sekunden ist jetzt nicht wesentlich, aber sie sind dabei. Und Franzi Preuß ist dabei, das ist wichtig. Die kann auch gut zum Schluss nochmal schießen.
Vor allen Dingen eine schnelle Serie. Das ist jetzt das, was die Champions können. Beim letzten Mal schießen, fehlerfrei und schnell. Hoffen wir, dass es gelingt. Ja, und die beiden da ganz vorne sind natürlich auch über die Abstände informiert. Und wenn da 2-3 Sekündchen flöten gehen, macht das gar nichts, wenn du dafür eben dich hier gut vorbereiten kannst auf dieses abschließende Schießen. Showdown also in Östersund. Christian Mehringer, Siegfried Massey für die Norweger am Glas. Jean-Paul Chaquinot. Und jetzt wird es hier ganz ruhig. Wieder keine Schwedin mit da drin, vorne. Aber eben Vanessa Vogt wieder auf der Bahn 1. Und ganz stark wirklich auch Juliane Kleif. Seit dem Vorjahr ja erst mit dabei im norwegischen Team. So, Daumen drücken, Vanessa Vogt. Beide beginnen hier mit einem Fehler. Das ist natürlich die Chance. Was macht Franziska Preuß? Arne Kleif schnell durchgezogen. Kann schon los in die Runde. Aber Vanessa Vogt kann ihr folgen. So, Lucia Monod, Franziska Preuß, Ingrid Landmark-Tandrevold. Die Französin, die geht hier fehlerfrei raus. Franziska Preuß, die eine noch. Ja, bravo, Franziska. Sehr gut. Und Ingrid Landmark-Tandrevold, die steht noch und muss jetzt abbiegen. Ingrid Landmark-Tandrevold muss abreißen lassen, muss in die Strafrunde. Lucia Monod vorneweg, dann Franziska Preuß an zwei. Und dann kommen gleich auch Juni Arne Kleif, da kommt sie. Und dahinter dann gleich Vanessa Vogt aus der Runde raus. Und wir schauen hier auf Janina Hettich-Walz, die ja auf dem Vormarsch ist. Ein gutes Rennen hier abliefert. Sie sehen es unten links, Vanessa Vogt auf 4,19,4 Sekunden zurück. Jetzt bleibt auch eine, jetzt sogar zwei Scheiben bleiben hängen bei Janina Hettich-Walz. Schade drum, hat sie sich vielleicht ein besseres Ergebnis hier verschossen. Aber das gelbe Trikot auch wieder rein in die Runde. Und jetzt sind wir gespannt, was vorne passiert. Schauen aber erst noch mal über die Schulter von Vanessa Vogt. Ganz knapp links der Fehler. Sonst eigentlich eine ganz großartige Schießeinlage. Also insgesamt nur ein Fehler. Das ist schon hervorragend. Das musst du erst schaffen. Die hat so wenig Fehler hier geschossen. Ich glaube, das war sowieso jetzt der erste in den Einzeldisziplinen. Also das ist echt gewaltig, was Vanessa Vogt hier leistet. Lass nochmal schnell sortieren. Lucia Monod vorneweg. Franziska Preuß 6,8 Sekunden dahinter. Dann Arne Kleif 14,7. Dann Vanessa Vogt 19,4. Und schon wieder Makulatur. Franzi Preuß ist dran an der Führenden. Das war zu erwarten. Läuferisch ist sie stärker einzuschätzen im Moment. Franziska Preuß als Lucia Monod, die wirklich übers Schießen kommt. Alle 20 wieder getroffen hat. Alle 20 Ziele. Da haben wir sie groß im Bild. Die Französin, auch mit der Mixstaffel hier Erste gewesen. Und da ist Franziska Preuß dran, ist schon neben der Französin. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie diesen Anstieg das angehen. Und schauen, Vanessa Vogt. Gibt es hier den nächsten Sieg für die deutsche Mannschaft, für Franziska Preuß. Der zweite wäre es. Und hier auch Vanessa Vogt vorbeigegangen an Juni Arne Kleif. Hat sie angedeutet, die ist in der richtig guten Form. Und das ist die Spitze. Die Französin hängt sich dran. Attackieren. Zieh ab. Ja. Zieh ab. Anspringen. Komm. Franziska Preuß springt an und zieht an. Komm. Und versucht wegzukommen. Jawohl. Und folgt dem, was Jens Filbrich dazu ruft. Jawohl, Anni, komm. Was und jetzt natürlich auch nochmal der Push für Vanessa Vogt. Hast einen geilen Ski, komm, zieh drüber, ja, komm. Es bleibt bei den Top-Ergebnissen aus deutscher Sicht. Es ist unglaublich, was hier passiert in Östersund. Franziska Preuß auf der 1. Ich sage jetzt einfach mal, das wird sie halten können. Ich hoffe es wirklich sehr. Dann behält sie das gelbe Trikot, gewinnt ihren zweiten Weltcup. Das ist wirklich unglaublich, dieses Märchen, das sich hier entwickelt für Franziska Preuß in Östersund. Nach all den Miseren und Krisen, die sie hatte, Verletzungen, wie sie dann über die Qualifikation zurückkommt und sich so präsentiert, das ist schon mehr als bemerkenswert. Wie gesagt, das ist sowas wie ein Märchen. Und jetzt rennen sie da natürlich mit und feuern sie an. Sverre Reuseland ist das, der mit Christian Mehringer die Frauen betreut.
Chamonix hat sich aber noch nicht aufgegeben. Nee. Sie ist wieder dran, sie ist fast dran im Windschatten. Franziska Preuß hat den besseren Ski, das glaube ich jetzt. Sie muss eben die Abfahrten nutzen, um wieder ein, zwei, drei Meter nach vorne zu kommen. Sie ist schon weg ja. von ihrer Verfolgerin. Vanessa Vogt auf dem dritten Platz, das scheint klar zu sein. Hat Juni Arnekleif da abgehängt. Auf dem Weg zum nächsten Podestplatz, dem dritten in ihrer Karriere, nachdem sie ja hier Dritte war, im Einzel. Und da sieht man es mal von oben, den Abstand. Der ist nicht groß, es sind ein paar Meter. Ja, aber es ist auch nicht mehr so weit. Sie kam nicht dran, Lou Chamonix. Das ist wichtig in der Abfahrt. Da hat Franziska Preuß wieder ein, zwei Meter gut gemacht. Und wir haben ja gelernt aus dem Zielsprint vorher von Laura und Sven, du musst vorne sein, vor der letzten Abfahrt. Dann wird es reichen. Jetzt ist sie wieder dran, Schein. Ja, und jetzt geht es aber hier abwärts Richtung Stadion. Na. Ja, da haben wir sie im Bild, die nächste Läuferin. Und Vanessa Vogt zieht hier davon, sichert diesen dritten Platz ab gegen Juni Arnekleif. Tolle Leistung, Gratulation an sie. Und was passiert vorne? Kommt es jetzt wirklich zu diesem Zielsprint, ja. den wir vorweg gesehen haben, so ein bisschen, wenn das heute passiert? Mit Sven und Laura, die es uns erklärt haben, du musst da vorne sein, wenn du da unten ankommst, auf der Zielgeraden, um dir den Vorteil zu verschaffen, den Weg, den kürzesten Weg zu nehmen. Jetzt geht Lucia Monorat. Jetzt muss sie reagieren. Franziska Preuß, dagegen halten. Mit den Stöcken, komm. Und jetzt hier rein in diese erste Nummer hier. Na, nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Ah! Das hat sie clever gemacht, Lou Chamonix. Das muss man schon anerkennen. Tolles Rennen von diesen beiden. Hat sich da hinter Franziska Preuß geklemmt. Und ganz anders die Situation für Vanessa Vogt, die sich hier noch beim Publikum bedanken kann und dann über den roten Strich rutscht. Als Dritte erneut also auf dem Podium. Und wieder hauchknapp 0,3 Sekunden. Im Einzel waren es 0,1 Sekunden bei Franziska Preuß. Hinter Vitozzi jetzt sind es 0,3, jeweils ein Wimpernschlag. Aber das hat wirklich, man muss es nochmal sagen, die junge Französin schon stark gemacht. Und hat genau darauf gesetzt, am Ende sich da durchsetzen zu können. Top-Resultat der deutschen Mannschaft. Gratulation an Franziska Preuß. Und dann kommt Hanna Öberg ins Ziel. Ebenso geschlagen wie Ingrid Landmark-Tantrevold. Julia Simon schaut sich noch mal um. Caroline Offigstad-Knotten, die ihr da folgt. Zurückgefallen also von 2 auf 8. Und Lou Chamonix also hier nach ihrem Sieg im Sprint gleich den zweiten draufgesetzt. Und die beiden haben wirklich gut lachen hier in den Tagen von Östersund. Also das sind die Podestplätze 8 und 9, die hier dazukommen. Für die deutsche Mannschaft insgesamt, die Männer und die Frauen. Und dann ist Janina Hettich-Walz zurück auf dem 13. Rang. Also hat auch sie hier die Teilnorm zumindest mal erfüllt. Gutes Rennen insgesamt von ihr und die frohe Kunde bleibt. Franziska Preuß bleibt in Gelb und das jetzt alleine. Caroline Offigstad-Knotten muss ihres wieder abgeben, nachdem sie ja auf dem 8. Rang, also ein Stück weit hinter Franziska Preuß, eingekommen ist. Und die gute Nachricht auch zum Schluss, das isolierte Rennen, also heute die Tagesleistung. Natürlich Franziska Preuß als Schnellste und Vanessa Vogt als Zweitschnellste und Janina Hettich-Walz als Elftschnellste des Tages. Also ein mannschaftlich wieder überragendes Ergebnis, du sagst es ja. Und die schnellste letzte Runde, Franziska Preuß. Also mehr geht ja nicht, was die deutschen Teams, Männer und Frauen hier ableisten, ist wirklich großartig. Ja, Franziska Preuß am ersten Wochenende noch nicht bei den Mixstaffeln eingesetzt, dann aber Dritte mit der Staffel, Zweite im Einzel, Vierte im Sprint, jetzt wieder Zweite hier in dieser Verfolgung. Welch eine Woche, welch ein Comeback von Franziska Preuß, die im vergangenen Jahr im Januar die Saison ja abbrechen musste, schweren Herzens die WM absagen musste und jetzt ist sie so zurückgekommen. Und Selina Grotjan auf Rang 21, dort wo sie auch gestartet ist, und Sie sehen es,
4 Fehler insgesamt. Muss sie sich nicht grämen.